Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Heute geht der spannende Kampf gegen den Drachen hier weiter. Es ist sehr schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in der Aufnahme schaffe, ihn zu besiegen. Ja, wünscht mir einfach Glück. Es wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, Ewigkeiten dauern, bis ich das schaffe. Vielleicht muss ich mir auch einen Helfer holen. Vielleicht brauche ich einen Freund. Vielleicht muss ich Glut verwenden, um mir, wie gesagt, einen Krieger des Sonnenlichts zur Seite zu holen. Aber ich hoffe es natürlich alleine zu schaffen. Ey, warum gab es denn gerade nur 94 Schaden? Kann ich noch ein Stück weiter rangehen? 101! Das hat sich ja gelohnt. 99? Wieso das? 101? Ja, also wie gesagt, bestimmt brauchen wir jetzt hier noch 10 Folgen oder so, um das zu schaffen, aber wir werden es schon hinbekommen. Ich weiß, es ist auch kein Pflichtgegner, denke ich, den Drachen umzubringen, aber... Es ist einfach irgendwie, es packt mich an der Ehre, das zu versuchen, es hinzubekommen. Und ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Problem ist natürlich, wenn wir den Drachen platt gemacht haben, müssen wir wohl ans Leuchtfeuer gehen, um unsere Pfeile wieder aufzufüllen. Wenn wir den anderen Drachen auch so kaputt schießen wollen. Mal gucken, wie viele Seelen da gibt. Ihr könnt ja mal Wetten abschließen. Also ich hoffe, ich denke 10.000 Seelen, aber ich habe mich schon so oft geirrt, was die Seelen angeht, was das verdient. Was da verdienterweise eigentlich hätte an Seelen drin sein müssen. Deswegen mal gucken. Also irgendwie fast schon traurig, dass man einen Drache so umbringen kann, oder? 2 Schuss noch. Und... Oh, ist das bitter, ey. Ach, und dann war's das direkt für beide. Das ist ja noch trauriger. Gab es Seelen? Es gab keine Seelen. Es gab keine Seelen dafür. Krass. Gut, ich habe es auch nicht verdient, aber... Das ist wirklich traurig, oder? Eine Schweigeminute für unsere gefallenen Drachen. Die Arme. Aber komisch, dass direkt beide sterben. War wahrscheinlich Brühe oder sowas. Ja, die lösen sich nicht mehr auf. Die bleiben einfach da liegen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Die bleiben da einfach liegen. Auch interessant. Die Armen. Die Armen. Ach, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber er hat mich ja nicht durchgelassen. Blitzurne. 6-mal. Was ist denn das? Werkzeug für die Drachenjagd. Genutzt von den Rittern Lothricks. Explodiert bei Kontakt und fügt Blitzschaden zu. Also sind Drachen wohl sehr blitzanfällig. Die Ritter Lothricks haben seitdem die Drachen gezähmt, waren einst jedoch selbst Drachenjäger. Was? Die Ritter Lothricks haben seitdem die Drachen gezähmt, waren einst jedoch selbst Drachenjäger. Aha, die beschützen also hier diese Stadt, weil sie zu Lothric gehört haben. Dies erklärt ihre spezielle Jagdausrüstung und weshalb sie die Sonne anbeten. Ah, ich bin also auch ein Drachenjäger, weil ich die Sonne anbete. Gelobt sei die Sonne. Oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Gealterter Edelstein. Ich glaube, haben wir auch schon eingesammelt gehabt. Schwerer Edelstein. Ja. Tut mir wirklich von Herzen leid. Glut. Hier findet man ja eine Glut nach der anderen. Gebt mir lieber mal noch einen Titanitbrocken, dann kann ich meine Waffe nämlich schon wieder aufbauen. Geht das irgendwie auf? Wahrscheinlich mit irgendeiner Vorrichtung. Die armen Drachen, die armen Drachen. Okay, da geht's rein, hier auch. Die armen Drachen, ey. Ich wüsste gerne, was das für Drachen waren. Also die sehen ja auch anders aus, also wie die heißen oder so. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass die irgendwas droppen und zählen. Geben, aber da habe ich mich geirrt. Was höre ich denn hier schon wieder? Ah, da ist einer von diesen Typen, der diesen Rotz wirft. Trottel, ich stehe direkt vor dir, da kannst du nicht so irgendwas werfen. Kruder Edelstein. Da habe ich aber getroffen, wie man sieht. Das habe ich ja regelrecht übersehen. Große Seele eines namenlosen Soldaten. Ist das Wind oder was höre ich denn hier? Der arme Drache.
Oh. Was ist hier passiert? Der ist doch gerade runtergesprungen, oder? Wir könnten jetzt auch hier runterspringen, aber ich gehe mal den normalen Weg, damit ich auch weiß, wie ich wieder zurückkomme. Hallo. Zu langsam. Oh. Mir war nicht klar, dass er noch lebt. Aber wirklich nur ganz leicht. Das heißt, wenn wir noch einen Brocken finden und die Waffe aufbauen, dann hätte das gereicht. Große Titanitscherbe. Danke, danke, danke. Von da sind wir gekommen. Gehen wir erstmal hier lang. Nee, gehen wir erstmal hier lang. Also wirklich riesiges Gebiet nochmal. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Oh, nicht nochmal so einer. Ich meine, wir haben den schon mal besiegt, aber hatten auch eine andere Waffe. Hör doch mal auf, so auszurasten. Ich muss wegrennen. Aber immerhin, das ist ein Gegner, der nicht wieder einfach wiederkommt. Komm her. Komplett am Ausrasten, der Kollege. Bleibst du da oben jetzt? Bist du so nett? Na gut. Ach so, ich treffe den ja logischerweise gar nicht von hier. Ich kann ja nicht durch Texturen durchschießen. Da müsste halt mal im richtigen Moment nach oben gucken. Ja! Oh Gott, ich kämpfe wie der letzte Angsthase. Aber was soll ich machen? Ich will nicht sterben. Guck hoch. Oh Gott, das dauert ja ewig. Wir haben nur noch 14 Pfeile, aber ich glaube, die können reichen. Aber lustig, dass er nicht rafft, dass er einfach nur hier rumgehen muss, also dass er einfach da weiter abhängt. Was für eine geile Folge. Erst besiege ich zwei Drachen mit Pfeilen, indem ich einen kaputt schieße und dann der andere automatisch stirbt. Und jetzt scheine ich das gleiche bei dem Typ hier zu machen. Hör auf, guck nach oben. Beruhig dich. Beruhig dich. Mist, ich habe weniger Schaden gemacht, glaube ich. Nur 30. Noch 9 Pfeile. Ah, verschossen. Okay. Na, was hat er denn jetzt? Guck doch mal. Nice. Wie ist auch geil, wie sich immer so an den Kopf dann reingreift. Nochmal, nice. Aber wir haben nur noch 6 Pfeile. Gut, beruhig dich bitte wieder. Okay. Hallo! Als wenn er das gehört hätte. Na also, jetzt siehst du ganz gut am Ende. Irithyl-Rapier. Hatten wir aber noch nicht, oder?
Kritisch 110, aha. Ein an die Vorreiterritter des Nordwindtals überreichtes Stoßschwert. Es ist in Kälte gehüllt und verursacht Erfrierungen. Alle Vorreiterritter verwandeln sich irgendwann in Bestien, stets von den schwarzen Augen des Hohepriesters Sullivans verfolgt. Fertigkeit Schildspalter. Ein sorgfältig gezielter Angriff mit einem großen Vorwärtsschritt durchschlägt den Schild des Gegners und verursacht direkten Schaden. Hier haben wir übrigens die andere, gerade das Irithil-Schwert. Aber ist natürlich alles viel zu schwach. Kann man halt ziemlich oft ziemlich viele Angriffe nacheinander machen, aber Problem an den Dingern ist halt immer, dass die irgendwelche ganz speziellen Titanits brauchen, um geboostet zu werden. Deswegen lohnt sich das einfach nicht, die aufzubauen. Da braucht man dann zu viele spezielle Sachen. Hoffentlich liegt hier unten noch irgendwas Geiles. Zwei. Ich gehe davon aus, dass die Wadi ja schon so krass beschützt waren, dass es sich ja nicht um falsche Truhen handelt, aber man sollte immer vorher gucken. Die Truhe atmet nicht. Funkelt die dann nie zweimal? Das könnte sogar sein, dass man den braucht, um die Waffe, die man gerade bekommen hat, zu verbessern. Atmet auch nicht. Ah. Noch mehr? Ja. Nicht voraus fallen, deshalb Zeit für Zuversicht. Atmen die Truhen. Sieht nicht so aus. Ich meine, es wurde auch krass beschützt, ne? Titanitschuppe, oh! Ihr wisst, dass wir damit boosten können. Geistbaumwappenschild, das ist wieder geil. Es blockt physisch auch 100 und ist gut gegen Blitz. Aha, aha, aha. Nicht schlecht. Ein Ritterschild mit einem gravierten Geistbaumwappen. Einer der verzauberten blauen Schilde. Der Geistbaumwappenschild reduziert Blitzschaden beträchtig. Nehmen wir das mal. Sieht ja auch cool aus. Noch mehr Truhen? Sieht nicht so aus. Ich glaube, wir haben alle eingesammelt. Ja. Weiter geht's. Krasses Gebiet. Aber gut, wenn es das Endgebiet ist, verständlich. Moment. Hier lang. Hallo? Ich überlege, ob ich trotzdem da nochmal eine Runde mit dem Jom Großmachete umherlaufe. Gerade wenn ich da nochmal boosten kann und ich dann nochmal diesen blauen Ritter mit seinem Morgenstern-ähnlichen Streitkolben in Angriff nehme, könnte es halt wirklich die angenehmere Waffe sein. Müssen wir mal schauen. Fall da erstmal runter und ich kümmere mich später. Was ist denn hier unten los? Ach, so ein Typ wieder mal. Hallo. Auch lang nicht mehr gesehen. Wir brauchen mal neue Pfeile, verdammt. Und wir müssten mal die Armbrust boosten. Ich glaube, das geht auch einfach mit Titanitschuppen. Scherben. Oh. Oh, der trifft mich von hier oben. Oh, von da unten. Okay, das wusste ich nicht. Der ist ja komplett am Ausrasten und ich bin gleich tot. Aber gut, dass ich das vorher mitbekommen habe, dass das so ein Typ ist. Naja, raste du erstmal in Ruhe aus. Rastet ja wirklich komplett aus. Geil, guck mal, die Blätter hier, die haben so eine krasse Struktur, dass ich da nicht reinlaufen kann. Dieser Nidbrocken, damit können wir auch die Waffe weiter aufbauen. Oh, das sieht aber ganz besonders eklig aus, das Ding. Ah, ich habe keine Pfeile mehr.
Ich habe keine. Ich habe halt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich jetzt auf die anderen Pfeile wechsle. Also ich weiß, wie ich es im Menü machen könnte, aber es muss ja auch hier irgendwie gehen. Wie mache ich denn das? Ich weiß es nicht. Wie komme ich denn da unten rein? Hä? Wie mache ich denn das? Ach, hier sind Gesten. Okay, cool. Ich hab doch alle Knöpfe. Ich hab doch alle Knöpfe probiert. Ich habe keine Ahnung, wie ich da unten in dieses andere Ding reingehe. Ach, es ist sogar ein Giftpfeil. Ich glaube nicht, dass man die vergiften kann. Ich glaube, wenn ich auf die Armbrust wechsle, dann mache ich einfach viel weniger Schaden. Sie sind jetzt zu langsam unterwegs. Interessant, es mauset sich also dieses Gebiet zu dem Gebiet, wo ich am meisten Pfeil und Bogen verwende. Bis jetzt. Was ist denn eigentlich mit dem anderen Typ passiert, der... Alter, macht der viel Schaden. Mit dem anderen Typ passiert, der da runtergefallen ist. Ist der gestorben? Hat er die umgebracht? Sieht so aus. Und das Ding ist, normalerweise sollte es auch noch ein Gegner sein, der wieder auftaucht, wenn ich mich heile, also wenn ich am Leuchtfeuer dran bin. Oh, wieder keine Pfeile mehr. So, jetzt gucken wir mal, was die Armbrust für einen Schaden macht. Wahrscheinlich so gut wie gar nichts, weil sie nicht aufgebaut ist. So, ich muss hier mal ein Stück weggehen, nicht, dass er mich noch trifft. Was sind denn das für Bolzen, die da ausgerüstet sind? Explodierende Bolzen und Blitzbolzen. Ja, okay, ist egal, ich verwende das da eh nicht. Wobei, gegen so einen leichten Gegner... In so einer Situation. Hä? Hä? Hm? Wie ziele ich denn? Jetzt, okay. Also man kann die Einhand führen, alles klar. 20, das meine ich halt. Und es dauert ewig, wie man sieht. Aber wir haben ja genügend Bolzen. Und wir müssen beim nächsten Leuchtfeuer mal daran denken, dass wir die Armbrust auch aufbauen. Weil ich bin mir recht sicher, dass man dann nur Titanitschuppen nimmt. Dauert es lang. Aber es ist natürlich einfach und von daher mache ich es auch so weiter. Ist mir jetzt auch wieder egal, wenn irgendjemand sagt, ey, viel zu leicht, langweilig, bla bla bla. Lern mal spielen. Was für ein massives Monster, ey. Unfassbar. Ich gehe mal davon aus, ich weiß, wo wir da rauskommen, wahrscheinlich auf der anderen Seite dann, von der Burg. Aber ich laufe da, glaube ich, lieber hin.
Dann lass mich doch einfach runterfallen. Ich habe ein bisschen Angst, dass dann auf dem Weg noch fette Monster kommen und ich mich ärgere, dass ich nicht von der anderen Seite angegriffen habe. Naja, machen wir beim nächsten Mal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.